und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Alles für den Suppenkasper. Wir machen heute eine italienische Knoblauchsuppe oder wie es in unserem schönen Kochbuch heißt, aus dem Wunderkessel, italienisches Knoblauchsüppchen. Für ein Knoblauchsüppchen brauchen wir natürlich Knoblauch. Ich habe jetzt hier sechs größere Zehen genommen. Also im Rezept steht 6 bis 8 Knoblauchzehen. Das hier sind jetzt größere Knoblauchzehen, also habe ich da nur 6 genommen. Die zerkleinern wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5. Und anschließend, nachdem wir das Ganze hier mit dem Spatel nach unten geschoben haben, dünsten wir das an. 30 Gramm Butter zum Andünsten. Na, rein mit dir, los. Und das Ganze 4 Minuten mit 100 Grad auf Stufe 2. Das ist mal was anderes, sonst hast du mal Stufe 1. Aber hier haben wir Stufe 2. Aber so steht es im Rezept. Also mache ich es auch genauso. Wir sehen uns in 4 Minuten. Unser Knoblauch ist angedünstet. Und das riecht jetzt schon richtig, richtig lecker hier auch. Und dadurch, dass das mit Butter angedünstet wurde, gibt das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ich habe jetzt hier 60 Gramm Paniermehl. Die kommen jetzt hier rein. Ihr könnt natürlich auch ein altes Brötchen vorher schreddern, ein trockenes im Thermomix. Aber bei uns werden Brötchen irgendwie nicht trocken. Deswegen habe ich Paniermehl gekauft. Wie gesagt, davon 60 Gramm. Dann einen Liter Wasser oder 1000 Milligramm, wenn ihr es über die Waage macht. Etwas Schnittlauch für die Farbe. Ein bisschen Salz, etwas Pfeffer und 2 Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock, der sich übrigens dem Ende neigt, wie ich gerade feststelle. Was aber nicht schlimm ist, denn wie ihr hoffentlich wisst, der ist sehr, sehr schnell nachgemacht. Das Ganze wird jetzt 12 Minuten in Stufe 2 auf 100 Grad erhitzt bzw. mit 100 Grad gekocht. Also, bis gleich in 12 Minuten. Irgendwann, wenn es mal Geruchsübertragung übers Internet gibt, dann werdet ihr verstehen, warum ich gerade so lächle. Das ist wirklich, es riecht fantastisch. Wir verfeinern das Ganze trotzdem noch mit 100 Milliliter Sahne und schäumen das jetzt einmal kurz auf Stufe 10. Wenn ihr noch einen alten Thermomix habt, achtet bitte drauf, dass der Deckel ordentlich drauf liegt. Legt vielleicht auch einen Lappen drüber, damit es nicht spritzt. Also ganz kurz Stufe 10 aufschäumen. Dauert ein bisschen, bis es anläuft und Action! So, jetzt haben wir Stufe 10. Wahnsinn, ich bin begeistert und bitte geh auf jetzt. Hopp. Leute, 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 das ist der Hammer. Das wird jetzt mein Süppchen. Brauche ich nur noch eine Suppenkelle. Wie immer, sie ist da, Gott sei Dank. Mittlerweile habe ich ja eine. Und das ist wirklich, es sieht nicht nur gut aus, es riecht nicht nur gut. Ich gehe auch zu 100% davon aus, dass es fantastisch schmeckt. Das werde ich mir jetzt wirklich hier schmecken lassen. Ach, Sauerei gemacht. Mache ich nachher weg, wenn ich satt bin. Also, italienisches Knoblauchsüppchen. Ich habe im Nachhinein übrigens auch gedacht, man hätte vielleicht auch ein paar andere Kräuterchen noch reinmachen können. Ja, so ein paar italienische Kräuter, aber vielleicht brauchst du das gar nicht. Wir werden es sehen. Okay, ich mache die Kamera aus. Es wird jetzt gegessen. Das ist wirklich mega lecker. Ich will da jetzt gar nicht mehr viel drüber sprechen, denn das spricht zumindest hier in der Wunderkesselküche für sich selbst. Ich esse das jetzt auf. Und wenn ihr wissen wollt, ob euch das genauso gut schmeckt wie mir, kocht es einfach nach. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie es bei euch geworden ist und ich gehe davon aus,
mindestens genauso gut wie bei mir. Weil wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe und tschüss, guten Appetit.